Moin Moin, meine lieben Angelfreunde und Freunde von Foreniger Nord, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Foreniger Nord ist vor Ort. Wir befinden uns heute in Limburg-Linna im Angelpark und beim Willi und heute ist hier ein Lachs-Event und es ist richtig, richtig viel los hier und wir sind mega gespannt. Die haben auch gerade angefangen zu angeln, wir sind ein bisschen spät, wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Auf jeden Fall, der Niki ist mit einem Teamkollegen da. Ich habe gesehen, der Willi Bauholz ist auch mit da am Start. Ja, wir beide sind am Start und sind noch ein paar andere mit da, wie Niki schon gesagt hat. Und auch hier der Erfinder von dem Duckfood. Ich werde gucken, dass ich nachher alle möglich nochmal vor die Kamera kriege, mal guten Tag sage und euch das hier ein bisschen zeige. Aber jetzt wollen wir ganz schnell mal die Routen reinhalten, damit wir uns auch noch so ein Moped draus haben. Also ihr Lieben, wünscht uns viel, viel, viel Glück, drückt uns die Daumen und wir geben Gas. Bis dahin, ciao, ciao. Ja, es ist halt einfach wirklich so. Dankeschön. So, meine Lieben, und meine erste Forelle hier. Mega auf dem Durchlauf-Pinker von Preston eingestiegen. So machen wir weiter. So ihr Lieben, ich habe euch ja gesagt, wir sind nicht ganz alleine hier. Der gute Niki hat uns da mitgenommen und ja, wollen wir guten Morgen sagen. Moin Moin Niki. Moin Moin. Schön, dass du uns mitgenommen hast hier. Ist eine gerne. Richtig tolle Anlage. Schon die ersten Fische rausgeholt, tolle Leute hier. Das ist mal ein richtig, richtig starkes Event. Das finden wir richtig klasse hier gerade. Und dann hat der Niki noch den Onkel Tom da mitgebracht. Den werde ich auch gleich nochmal kurz begrüßen. Ja Niki, glaubst du, holst du heute noch ein richtig schönes dickes Moped raus oder? Ich bin guter Dinge. Ich habe gehört, du hast so einen kleinen Fluch hier. Hier habe ich leider einen kleinen Fluch, ja. Aber ich muss dazu sagen, ich war immer in den Sommermonaten da. Und da war ja, ich war gerade abgelenkt, weil da ist da ein dickes Moped gesprungen. Kann ich gleich auch noch erklären, wie man dazu kommt. Ich war immer in den Sommermonaten da, wo der Sauerstoff gefehlt hat. Und wir hatten auch hier unser Teamangeln, unser Event. Da war es einfach viel, viel, viel zu warm. Ja. Wie in den meisten Teichen in Deutschland. Der Sommer war ja nun echt extrem. Ja. Es war überall schleppend und auch für die Jungs hier. Ja, also es klingt alles ein bisschen wie Ausreden, ist es aber tatsächlich nicht. Ich habe hier tatsächlich jemanden neben uns stehen, der beim Teamangeln auch dabei war. Also nicht beim Teamangeln, beim Freundschaftsangeln auch dabei war. Und wir haben eben schon ein bisschen lustig miteinander geschnackt, ob wir heute unseren Fluch brechen. Also ich gehe davon aus, denn man sieht rundum, es beißt überall. Wir sind wirklich gut drauf. Also, ja. Ich glaube, ihr habt auch schon was draußen, ne? Ich habe die erste gerade raus, ist gerade eine ausgestiegen und wir haben aber auch ganz gut Frequenz auf der Route. Wir haben immer wieder kleine Bisse und da sind richtig dicke Schiffe drin. Ja. Jungs, ich wünsche euch natürlich, dass ihr euren Fluch heute brechen könnt. Ne? Also Petri, heil. Und wie angekündigt von Nigin
ein Teammitglied, ein guter Freund. Der Onkel Tom ist mit am Start. Moin Moin. Moin Moin. Schön, dass du auch mit dabei bist. Danke dir. Hat schon eine Route ein bisschen gezupft? Ja, eine konnten wir heute schon landen. Ah, guck mal, hat auch schon seine erste, ihr Lieben. Ihr seht, hier ist richtig was los. Und wir wollen hoffen, dass wir nochmal, wie Niki sagt, das dicke Moped, da erzählt er nachher nochmal was dazu, warum das hier Mopeds sind. Wir geben Gas. So, mein Lieben, und ich habe ja gesagt, da ist noch ein YouTuber da. Da freue ich mich besonders drüber, weil wir uns auch schon länger mal sehen wollten. Der Willi Bauholz ist am Start. Moin. Moin. Und wie läuft's? Ja, schleppend, ne? Eine bis jetzt auf Spoon. Eine gute abgegangen auch auf Spoon. Aber wir arbeiten dran. Ja. Wir geben nicht auf. Aber es ist ja richtig gut fisch drin, man sieht. Hier wird gut gefangen. Es sind große, kleine, alles dabei. Ja. Und man merkt immer wieder die Bisse, die Zupfer. Also die haben richtig Bock. Ich denke mal, da wird auf jeden Fall noch einiges gehen. Willi, schön, dass du da bist. Freut mich. Ich wünsche dir noch weiter einen Petri-Hai. Rein, Kevin. Und gib Gas. Jo, ebenso. Lachsi! Da kommt doch schon mal so eine kleine Perle. Jawohl. So, ihr Lieben, und der erste, ja, 1,5 Kilo Lachs ist eingestiegen auf einen grün-orangenen Durchlaufbinker vom Preston. Da hatte ich ja letztes Mal im Angelparadies Eschede so gute Erfahrungen mit, deswegen habe ich ihn gleich eingesetzt und innerhalb von 15 Minuten zwei schöne Fische. Mega, ich freue mich. Oh, ihr Lieben, schaut mal, der gute Niki Forellenmeister hier, hat eine Forelle überredet, sein Fluch hier endlich in der Anlage gebrochen. Mein Limbo-Fluch ist vorbei. Petri, mein Freund, wir zeigen euch gleich nochmal den Fisch. Meine Lieben, guckt mal da, wer da strahlt. Ja. Der Limburger Fluch ist gebrochen. Der Limburger Fluch ist gebrochen. Leider kein sogenanntes Moped. Das bin ich euch auch noch schuldig, glaube ich, zu erklären, was Moped bedeutet. Also das ist keins. Ja, das ist nicht mal annähernd ein Vorderreifen. Hier in Hessen hat man ein bisschen die Manier, alles immer, sage ich mal, auf Hessisch ein bisschen platter auszudrücken. Und so kamen die irgendwann drauf zu sagen, dass alle Fische, sage ich mal, ab 3 Kilo aufwärts Mopeds sind. Ja, also das soll die Größe verherrlichen. Das ist definitiv kein Moped, aber ich bin mir sicher, es sind noch Mopeds drin. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich meinen Fluch in Limburg brechen konnte, denn die letzten 3 Male, die ich hier war, konnte ich keinen Fisch überlisten. Heute haben wir nicht den allergünstigsten Platz und dafür bin ich sehr zufrieden. Und es gibt was zu essen heute Abend. Wunderbar, sehr gut. Petri zu deinem Fisch und viel Spaß weiterhin. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier mal gerade zu Tisch und zwar wollte mir Niki zwei Personen vorstellen, und zwar die Jungs von SV. Und ja, Niki, dann stell uns doch mal vor. Ja, das
ist einmal der André und einmal der Dimitri aus dem SV Fishing Team. Leider, der Kopf der Bande, der Marcel, ist leider nicht angereist. Wir sind immer noch in den Corona-Zeiten. Die Schweiz ist leider in den vergangenen Tagen zum Risikogebiet erklärt worden. Dementsprechend konnte Marcel nicht einreisen. Das ist sehr, sehr schade. Wir sehen uns wirklich sehr, sehr selten. Und das wäre die Gelegenheit gewesen. Wir müssen Corona abwarten. Aber stellvertretend sind seine beiden Teamer hier und wir können gleich ein bisschen was zu den Spoons sagen. Ja, also ich bin froh, euch kennengelernt zu haben jetzt hier auf dem Event. Ihr habt ja ordentlich zugeschlagen, habe ich schon gesehen, und ein paar ordentliche Böcke Brummen haben sie rausgeholt. Ich werde mich jetzt hier aus der Runde verabschieden. Die Jungs werden euch jetzt mal ein bisschen SV vorstellen, mal die Spoons ein bisschen was dazu erzählen. Und ich denke mal, das wird eine feine Nummer. Viel Spaß. Ja, wir hatten es ja in der Vorstellung schon aus dem Geschäft, dass es sehr, sehr viele Modelle und sehr, sehr viele Farben gibt. Ich spreche ein bisschen durch die Maske, ich möchte das gar nicht entschuldigen, aber da wir auch hier in den Corona-Zeiten uns an die Regeln halten müssen, stehe ich in der Mitte und habe die Maske auf. Entschuldigt das bitte, ich hoffe, man kann mich verstehen. Wir haben hier unsere SV-Mappe, wo wir die verschiedenen Modelle drin haben. Können wir ein bisschen was dazu sagen. Jeder Spoon fischt sich anders, jeder Spoon hat eine andere Aktion. Und jeder Anlass erfordert einen anderen Spoon. Und ihr kennt das, den ganzen Tag probieren, probieren, probieren. Im Endeffekt findet man dann irgendwann die Farbe, die funktioniert. Der Dimitri hat mir eben schon gesagt, dass er zwei Modelle hat, die er favorisiert, die er fast ausschließlich fischt. Ja, die ständig abfischen. Ja. Ja, das eine, das ist der Metal Twitch. 2,7 Gramm. Und 2,7 Gramm. Habe ich zufällig einen hier, ist nicht getürkt, habe ich tatsächlich gerade gefunden. Das ist der Metal Twitch. Hier habe ich mal einen auf TG Trout Gold Basis. Er ist auf der Rückseite gold, vorne gelb und rötlich. Ich meine, ich hätte mal in einem Video gesehen von dem Marcel, dass der Metal Twitch ein Spoon ist, der häufig verwendet wird, wenn der Fisch sehr aktiv ist, wenn er eingesetzt wird, wenn er noch, sage ich mal, richtig Futterneid hat. Kannst du das bestätigen, Dimitri? Ja, auf jeden Fall. Also die Fische, die sind sehr neugierig. Also Metal Twitch ist halt so ein besonderes Spoon, den kannst du auch richtig gut twitchen. Mhm. Nicht nur die normale Führung, gleichmäßige Führung, sondern auch mit Twitching oder mit Pausen auch. Die funktioniert richtig gut. Ja. Also, was auch ein gutes Merkmal ist, wenn du zum Beispiel Fisch oben steht, das haben wir letztes Jahr auch hier gemerkt, bei dem Mönch da hinten, wenn du den auswirfst und eine Schnur stramm hältst, klatscht der auf die Wasser und da ist halt wie so ein Insekt runterfällt. Das erzeugt, denke ich mal, auch, ich weiß nicht jetzt 100%, aber gehe ich davon aus, weil wir haben dann direkt alle umgestellt auf Metal Twitch und jeder hat dann auch Fisch gehabt. Das ist auch einer deiner Favoriten? Das ist auch meiner Favoriten, genau. Okay. Da fange ich immer damit an, auf aktive Fische. Den kann man auch passiv am Grund führen. Und wie Dima schon gesagt hat, halt twitchen, das heißt Pause machen, dass der runter absinkt und dann wieder hoch. Und aber die manche machen halt Fehler, den führen die viel zu schnell. Mhm. Dann dreht es um die eigene Achse. Okay. Also das muss man normalerweise ein bisschen vermeiden. Das hat man häufig bei, sage ich mal, in Anführungsstrichen unerfahrenen Spoonangler, dass die der Meinung sind, dass man die Spoons so schnell führen muss, dass sie sich um die eigene Achse drehen. Das ist also ein absoluter Trugschluss. Die meisten Spoons erzeugen ein Flattern und lösen damit eben den Fressreiz aus. Und wenn man den Spoon so schleppt, dass er sich um die eigene Achse dreht, dann schleppt man ihn definitiv zu schnell. Ja, ja, das wäre das zum Thema Metal Twitch. Ja, jetzt haben wir ein Modell aus der Serie R. Das ist eine PS-Farbe. Wir sind uns noch nicht so ganz einig, welche Nummer das ist. Die Spoons sind immer in Nummern aufgeteilt. Die Nummern bedeuten immer die Farbe. Hier steht die Grammzahl davor und das Farbmodell, die Variante ist PS. Ist auch sehr beliebt, auch beim Dimitri sagt er mir gerade eben. Der R ist nach meiner Kenntnis bisher eigentlich immer ein reiner Sommerspoon gewesen, wo ich sagte, im Sommer, wenn die Fische oben stehen, weil den R gibt es in 1 Gramm und gibt es in 2 Gramm, ist ein ganz, ganz toller, in meinen Ansichten, Sommerspoon. Und ich wurde auch heute eines Besseren belehrt, denn es ist alles andere als Sommer und ich hatte vorhin auch den R in 2 Gramm in der Farbe Koi. 3 Anfasser, dementsprechend funktioniert er auch wunderbar im Winter, was du auch gerade bestätigt hast. Ne? Genau, der Air, der ist so ein Spoon, den muss man, wenn man Fische sieht, dann wirft man dem dahin und die 95% die Bisse bekommen, wenn der Spoon langsam absieht. Das ist die, das ist halt
dieses Spulen macht das aus. Also das ist, ein Gramm ist noch besser, weil da sind wir ganz, ganz langsam und dann kommen die eventuell die Bisse. Also das hat mich vorhin auch tatsächlich gewundert. Ich dachte, wenn ich einen 2 Gramm Spoon drauf mache, der gerade die Eigenschaft hat wie der R, ist wirklich sehr, sehr klein, dann komme ich nicht weit. Aber ganz im Gegenteil, dadurch, dass er sehr, sehr viel Luftwiderstand hat, bin ich tatsächlich genauso weit gekommen, wie ich mit 3,6 Gramm Iris vorhin geworfen habe. Also das kann man dazu sagen, er sieht wirklich sehr, sehr klein aus, aber er fliegt wirklich sehr, sehr weit, weil auch ganz wenig Luftwiderstand hat. Oh ja, jetzt haben wir ja mal einiges erfahren über die beliebtesten Modelle aus dem SV-Team. Ich habe auch noch einen Favoriten, den möchte ich gerne auch noch vorstellen. Zunächst mal die Gesamtheit. Es gibt 8 verschiedene Modelle und es gibt über 2000 verschiedene Farben bei diesen 8 Modellen. Das heißt, man kann sich wirklich sehr intensiv und sehr, sehr lange damit beschäftigen. Man kann sehr, sehr viel testen, bis man seinen persönlichen Favoriten gefunden hat. Ich merke das immer wieder, jeder hat tatsächlich seinen eigenen Favoriten und auf jeder Anlage funktioniert auch irgendeine andere Farbe besser. Das hat auch ein bisschen was wahrscheinlich mit der Aufzucht der Fische zu tun. Wie auch immer, man kann sich da wirklich sehr bunt probieren. Wir haben noch den Koketka, wir haben noch den Individ, das sind auch zwei recht kleine. Wir haben hier drüben noch den Panik, das ist ein Spoon, der wird auch sehr viel im Fluss benutzt, da werden Döbel mitgefangen. Siehe auch die Videos von dem Marcel aus der Schweiz, ja, der fischt diesen Spoon sehr, sehr gerne und fängt sehr, sehr viele Döbel damit. Ja, und jetzt hier sind wir schon angelangt bei meinem Lieblingsspoon von SV. Übrigens meins auch. Ja, das ist der Iris oder die Iris. Ich weiß nicht, ob er weiblich ist. Ja. Iris ist, glaube ich, von den Wort entstanden. Es gab ein Bonbon in Russland. Ja. Das war auch so fast eine gleiche Form. Das war so ein Lütbonbon. Ich weiß nicht, vielleicht wird es auch dann Name genommen. Okay. Kann auch sein. So, hier habe ich den Iris-Spoon in der Hand. Wie eben versprochen, stelle ich euch da eine kleine Auswahl vor. Hier in der Hand eben gesehen habe ich meine Lieblingsfarbe. Das ist die Farbe MK01. Zu der Farbe kann man sagen, dass das eine Eigenkreation von unserem Freund Marcel ist. Marcel Mr. Kingston, MK Marcel Kingston. Ich habe aber mal gehört, dass er den mit dir zusammen entworfen hat. Ist das richtig? Ja. Dann wollen wir eben die Lorbeeren nicht alleine zuschustern, sondern da möchte ich mich auch bei dir bedanken, dass du meine Lieblingsfarbe mit entworfen hast. Also hiermit habe ich tatsächlich Minimum 60-70% meiner Forellen gefangen, seitdem ich SV-Spoons abhängig bin. Und diese Farbe ist ein Must-Have in meinen Augen. Ja. Der Iris-Spoon selber ist ein Spoon, der eigentlich universal einsetzbar ist, den man unheimlich langsam schleppen kann, also fast in Zeithupe. Er hat eine richtig, richtig geile Aktion, also auch träge Fische. Es gibt ihn auch in den unterschiedlichsten Gewichtungen von 1,8 Gramm bis hin zu 3,6 Gramm. Aber auch den 3,6 Gramm kann ich tatsächlich an der Oberfläche fischen, wenn ich die Rute etwas hochnehme. Also dieser Spoon, der ist wirklich sehr, sehr universal einsetzbar. Kann ich nur empfehlen und jeder darf sich da eine Farbe aussuchen. Die Farben, die sind wirklich so breit, die Range. Hier ist eine kleine Auswahl, die ihr eben gesehen habt. Hier sind auch die MK-Farben. Es gibt nämlich mehr als nur eine MK-Farbe. Es sind hier die beiden, die mit Swiss, also mit Schweiz gekennzeichnet sind, und der Schwarz-Weiße, das sind auch MK-Farben. Die sind sehr selten. Ich weiß nicht, ob sie aktuell nochmal nachproduziert wurden, aber zum Beispiel der MK01, der steht aktuell auf der aussterbenden Liste, also da lohnt sich schnell sein. In verschiedenen Gewichtungen ist er aktuell gar nicht verfügbar. Schaut mal im Shop vorbei, würde mich freuen. Ein paar sind noch da. Und ja, zu guter Letzt. Ja, genau, das sehe ich ganz genauso. Wie gesagt, ich habe das anfangs auch immer mal gepostet, diese Farbe auf Fänge gepostet. Da waren viele Leute der Meinung, das ist alles nur zu Werbezwecken, damit ja gekauft wird im Shop. Immer wenn ich angeln war und hatte Leute dabei und die das gesehen haben, haben sie gefragt, kann man denn so ein MK01 bekommen irgendwo? Dementsprechend haben die auch gemerkt, dass er tatsächlich sehr fängig ist. Zu guter Letzt gibt es auch noch verschiedene Mappen, Spoon-Mappen. Jeder, der keinen Platz hat oder der in seiner Mayo keine Spoon-Einlage hat, hat hier die Möglichkeit, sich so eine Mappe zuzulegen.
Wir gehen bis zu 200 Spoons rein. Das ist ein kleines Raumwunder. So, es sind verschiedene Seiten. Die Seiten sind getrennt hier durch eine Einlage, damit sich das Ganze nicht verhakt. Es gibt ganz, ganz tolle Motive. Und auch zum Schluss für alle aus der Nähe. Ich weiß, deine Sendungen werden im Bereich Hamburg ausgestrahlt, aber du hast Zuschauer, die eigentlich deutschlandweit vertreten sind. Auch hier auf der Anlage, der John hat auch das komplette Sortiment von SV Fishing hier im Angebot. Man kann das auch hier vor Ort kaufen oder auch bestellen. Der John hat einen sehr, sehr guten Draht und einen guten Kontakt zu dem Marcel. Der Marcel war früher, als er noch in Deutschland war, sehr, sehr häufig hier. Also hier sind auch die Lieferzeiten sehr, sehr kurz. John freut sich auch immer über einen Besuch. Und es wird auch nicht das letzte Moped-Angeln gewesen sein. Also ich bedanke mich erstmal bei euch beiden für die Zeit, die ihr jetzt nicht fischen konntet. Wo ihr zuschauen müsst, wie andere Leute die Mopeds jagen. Und damit machen wir jetzt auch weiter. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, und dann will ich euch noch jemanden vorstellen, und zwar den Andi von Iron Trout, der da ganz verrückte Gummis immer herstellt. Und ich sehe jetzt auch solche Dips, um die Gummis einzulegen. Die meisten kennen ihn vielleicht schon aus einigen Videos von den Ducktail und dem Duckfoot. Das sind so, ja, einmal ein Twister-Schwanz und einmal ein Gummi, was geformt ist, halt wie ein Pastenbällchen, was man sich ganz normal auf dem Hakenvorfach ziehen kann. Und dann trallert das auch sehr schön durchs Wasser. Und ja, der Andi wird euch jetzt mal ein bisschen was dazu erzählen, euch das vorstellen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was wir jetzt gleich zu hören kriegen. Also seid gespannt. So, ihr Lieben, und hier habe ich den Andi von Iron Trout, und der Andi erzählt euch jetzt mal ein bisschen was über seine Produkte, die absolut klasse sind, finde ich. Ja, ich sag mal, die sind fängig, und ich meine, das soll es ja auch am Weiher ausmachen. Weil die Köder, die Duckfoots und die Ducktails, die kennt ihr von mir. Das sind Köder, die unterscheiden sich dadurch, dass der Duckfoot halt eine richtige Druckwelle im Wasser macht. Wenn ihr ein bisschen trübes Wasser habt, ist das der Köder. Und wenn ihr klares Wasser habt, nimmt mir diese schlängelnde Form, das ist dann speziell für die Augenräuber, weil das spricht dann durch diese Bewegung so über die Fische an. Das kennt ihr alles schon. Und wir haben euch da was Neues mitgebracht. Was heißt neu? Es ist relativ neu, es gibt es aber schon seit über einem Jahr. Okay. Nur die meisten haben es halt noch nicht entdeckt. Ja. Das wollen wir ja vielleicht ändern, dass wir mal vielleicht die neuen Sachen kennenlernen, was es so Neues auf dem Markt gibt hier, ne? Ihr kennt es ja, die Spoonfischerei, die hat ja, wie soll ich sagen, man kann nicht abschreiben, dass er einen Siegeszug durch die Forellenzette gemacht hat. Ja. Und wir haben uns da gedacht, wie mache ich den Köder noch attraktiver? Und da haben wir diese Trailer gemacht. Das sind die Duck Fringes und die Duck Spikes. Ah, die sind jetzt neu. Duck Fringes und Duck Spikes sind jetzt die ganz neuen. Okay. Ja, das sind Köder, die werden als Trailer an den Spoon dran gehängt. Ja. Dadurch bekommt der Spoon einen total verführerischen Lauf. Macht halt mehr Druckwelle, weil er weiter aufschlägt. Ja. Und gerade im trüben Wasser ist das natürlich das Arme. Da sind die Druckwellen halt sehr, sehr wichtig, klar. Wird eigentlich ganz einfach montiert. Man sieht es. Hier hat man mal so einen drauf, da ist der Spoon. Und unten ist halt nochmal zusätzlich dieser Gummi montiert. Und ja, das macht halt das Laufverhalten aus. Ja, wir üben das nochmal, dass wir das aufeinander abstimmen. Weil ich war jetzt gerade beim Spike, aber das war jetzt. Fangen wir alles an, das ist der Fringe. Das ist ein Köder, der hat 8 kleine Tentakel hinten dran mit so einer Kugel. Und das ist ein Köder, Kombination, die den Köder nach oben bringt, weil das wirkt wie ein Bremsfallschirm. Okay. Wenn die Forellen gerade an der Oberfläche stehen, kann ich den an der Oberfläche präsentieren. Okay. Kann ich natürlich auch so machen,
Wir haben jetzt Sommerfische gemacht und dann habe ich das Ganze in Schwarz genommen. Ja. Auch einen normalen Vorfach und habe nur ein kleines Blei davor gehängt. Und das ist ein perfektes Insektenimitat. Okay. Und das kann man mit der Pilotkugel dann knapp mit der Oberfläche. Wie mit der Bienenmade im Prinzip. Okay, nur kein Zeichen dann halt. Der Vorteil dabei ist, es gibt Tage, wo ich auf Bienenmaden nicht gehe. Ja, jetzt sehen wir mal. Da wollen die nur Flugzeuge. Okay. Ja. Und wir haben uns da Gedanken gemacht, wenn ich so einen Spoon mit dem Blockstoff versehe, auf Blech hält das nicht lange. Ja. Und wir haben ja den Vorteil, dieses Material aus dem Hause Mobi Softbait ist ein ungiftiges Material. Und wir haben jetzt manchmal da so eine Art Babyöl drin. Ja. Und wir haben dann einen Dip entwickelt, der auf der Basis von diesem Babyöl ist. Ja. Das gibt es einmal in Muschel und einmal in Knoblauch. Also Muschel für den Sommer, Knoblauch für die kalte Jahreszeit. Okay. Und diese Köder saugen sich voll damit. Das heißt, die geben auch lange Zeit, geben die auch dementsprechend Lockstoff und Wasser. Ach so, also es ist nicht nur auf der Oberfläche so ein Film drauf, sondern das zieht sich richtig da rein. Wenn ich diese Köder in dieses Öl einlege und lasse es 4 Tage drin, werden die Köder bis zu doppelt so groß. Oha. Bisschen weicher, aber extrem von der Lockwirkung her. Okay, okay. Weil die Köder sind normal so gebaut, dass man ohne Probleme 25 Fische mit einem Köder fangen kann. Das ist Wahnsinn, das ist sehr, sehr viel. Weil und es ist halt sehr für die Tasche, für den Geldbeutel sehr, sehr gut. Das, man spart viel Geld, weil man viele Köder in so einer kleinen Tüte hat, wie ich sehe. Und man kann eine lange, lange Zeit mit Fischen halt eben. Ne? Weil ich kann viel erzählen, aber ich nehme den Kevin jetzt mal zu meiner Forelle. Halt mal bitte fest. Oha, seht ihr das, Leute? Also es ist wirklich also kräftig. Also der große Mann zieht und... Und es bleibt vor allen Dingen auch in der Form. Und wenn das mal jetzt passiert, ist eine Überdehnung. Ihr seht ja, es geht wieder zurück. Ja, also der ist wirklich nicht verformt. Also der hat wirklich die Tellerform behalten. Und das ist wirklich, also das ist wirklich Zugkraft, der dahinter ist. Das knallt richtig. Und es bleibt wirklich so, wie es ist. Also das ist wirklich stark. Das ist wirklich sehr, sehr stark. So, jetzt hatte ich eben gerade den Fringe erklärt. Jetzt habe ich den Spike. Spike ist einfach nur ein Köder, der sieht eigentlich aus wie so ein kleiner Pintail. Und der gibt dem Köder einen absolut verführerischen Lauf. Der fängt sofort an zu schlängeln. Und man sieht es hier auch. Das ist mega dünnes Material. Das ist wirklich sehr dünn. Ist eine Kugel dran. Ja. Und beim leichtesten Zug, beziehungsweise bei der leichtesten Strömung, fängt der sofort an zu arbeiten. Okay, sehr cool. Tja, guckt euch die Dinger mal an. Gut sortierte Fachhandel hat sie. Ja, aber auch bei Niki Forellenmeister im Shop. Ich werde euch das alles nochmal verlinken. Da sind die Iron Trout Produkte alle vor Ort und auch verfügbar. Und wenn es nicht da ist, dann bestellt der Niki das für euch nach. Und der Andi bringt es euch ganz schnell nach Hause in die Angelbox rein. Beziehungsweise, was ihr wissen müsst, ihr müsst diese Köder müsst ihr separat lagern. Und zwar sind es total ungiftige Köder. Aber die würden versuchen, bei den normalen herkömmlichen Gummifischen, da ist ja giftiger Weichmacher drin. Ja. Sogenannte Packs. Das heißt, die werden die auflösen. Richtig. Okay, ja, das kennt man, hat man schon mal gehabt. Die würden die versuchen, die Weichmacher rauszuziehen und da habt ihr einen Klumpen. Also ja. Immer separat lagern. Die sind in einer wieder verschließbaren Tüte drin. Sehr gut. Alles gut. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank für diese Einführung. Aber ich glaube, du wolltest uns dann noch jemanden vorstellen. Ja. Den holen wir jetzt mal ran und dann zeigt ihr euch nochmal vielleicht, wo ihr dann diese schönen Gummis auch dran fischen könnt, wenn ihr mal ein bisschen die gehobere Klasse fischen wollt. Und da holen wir jetzt mal jemanden ran. Und zwar ist das unser Dennis. Der Dennis ist Rückenbauer. Und Dennis, komm mal ins Bild gehobbelt. Und Dennis baut. Moin. Wie sagst du immer, der Traum wird Rute. Ja. Tja, der Dennis, der wird uns jetzt mal was zeigen. Also diese Routen sind absolute Unikate. Und Dennis, erzähl mal ein bisschen was darüber. Genau, jeder kennt das ja. Man geht fischen, verbringt viel Zeit am Wasser und so weiter. Und irgendwann ist man einfach an einem Punkt angelangt, so war das bei mir zum Beispiel auch, dass man auch einfach von der Stange eigentlich nicht mehr das findet, was man so sucht. Sei es vom Design her, sei es auch von den Maßen her, von den Griffmaßen her, sei es von der Aktion her und so weiter. Oder einfach nur schlicht von den Komponenten her. Ja, da kommt eigentlich so der Rutenbauer ins Spiel. Quasi euer Traum wird Rute. Kann man sich halt quasi das zusammenbauen lassen, was man gern haben möchte. Also es fängt eigentlich damit an, man kommt zu Dennis hin. Dann hat er einen riesen Wald an Planks. Da kann man erstmal durch die Planks gehen, kann sich das Plank, was einem zusagt, aussuchen. Und dann kommt man in eine andere Ecke rein,
Da hängt die komplette Wand voll mit Sortimentskisten, wo verschiedene Sorten Ringe drin sind. Und dann kann man sich die Ringe so zusammenstellen, wie man das selber macht, mag. Und Griffteile, Winding Jacks, Griffmaterialien. Die kompletten Komponenten. Du hast sogar lackierte Halter. Ja klar. Auf Wunsch lackierte Halter. Genau. Und so kann man sich da quasi seine eigene persönliche Route zusammenstellen lassen. Weil Dennis baut sie dann auch zusammen. Ich glaube, das kannst du ganz gut. Danke. Nein, es ist halt so, es wird halt auf alles eingegangen, was ihr gern möchtet. Es wird eingegangen, wenn ihr euch das hier jetzt bei dem Muster hier zum Beispiel anguckt, diese Ringbindungen zum Beispiel, das ist jetzt mit einem roten Metallic-Garn gemacht und das ist halt überhaupt nicht, es ist eigentlich, gibt es keine Grenzen, es ist alles möglich. Auch vom Rollenhalter her, seht ihr, der ist lackiert, da sind verschiedene Zierkomponenten eingearbeitet, die von Matagi in Japan stammen, als auch die Endkappe. Und dementsprechend kann man sich halt seine eigene Traumroute zusammensetzen lassen. Was da halt, wie gesagt, das Design spielt da eine ganz große Rolle. Was aber auch ein ganz großer Faktor ist, sind die anatomischen Gegebenheiten, die eigentlich bei jedem Menschen anders sind. Der eine hat längere Arme, der andere hat kürzere Arme. Und was man auch so ein bisschen hervorheben kann bei der ganzen Geschichte, ist auch zum Beispiel Menschen mit Behinderung und so weiter. Das ist auch so ein Faktor, wo man dementsprechend dann auch eine schöne Route speziell auf den Menschen zugeschnitten bauen kann. Ich meine, das hier ist jetzt relativ einfache Bauweise, denn es ist auch in der Lage, Marvelings zu machen oder Tiger Wraps und was weiß ich was. Du hast alle Möglichkeiten. Die Winding Jacks, die kann man farblich abstimmen. Wie gesagt, jeder sagt es ganz einfach damit aus, ihr Traum wird Rute. Das kann er verwirklichen. Also ihr Lieben, ihr seht, wir haben die Creme de la Creme hier mit wirklich allen Sachen da. Die Spoon-Leute sind da, die Gummi-Leute sind da, die Ruten-Leute sind da. Man sitzt hier, man quatscht hier, man hat hier wirklich Spaß. Und ich denke, das haben die Jungs wirklich sehr toll erklärt. Und ich werde euch das alles unten verlinken. Und ja, schaut gerne mal vorbei. Iron Trout, wie gesagt, gibt es ja überall, beziehungsweise beim Niki im Shop genauso. Die Ruten, da wird sich auch drum gekümmert, da wird auch einiges passieren. Das werden wir auch noch mit verlinken. Und auch bei Niki wird man wahrscheinlich nachfragen können. SV, wisst ihr, ist alles voll bei Niki. Also ihr Lieben, viel Spaß bei Niki auf forellmeister.eu. Schaut da rein. Shoppt ein bisschen mit dem Rabattcode FJN2020, könnt ihr auf euren gesamten Einkauf einmal 5% sparen. Und ich denke mal, mit den ganzen Dingen seid ihr echt gerüstet. Und mit diesen Routen da, da habt ihr natürlich Dinger fürs Leben, denke ich. Also da habt ihr richtig, richtig schnücke Stinger. Also ihr Lieben, viel Spaß, bis bald, ciao, ciao. So ihr Lieben, und jetzt habe ich hier noch zwei Personen, einmal den Dimitri und den Vadim, deutsche Meister im Raubfischangeln, heute hier mit auch am Forellenteich und auch sehr erfolgreich. Ihr habt gerade gesehen, der gute Mann, wie es hier heißt, hat eben ein schönes Moped rausgezogen. Ja, und die Jungs erzählen euch mal ein bisschen, wo die unterwegs sind und was sie so ein bisschen empfehlen können. Und ja, viel Spaß. Bis zum Dimitri. Hallo zusammen, wir gehören zu dem Team Lilix, der Gründer ist der Vadim Metzger. Insgesamt zusammen mit dem Oleg Komeluk, besser bekannt als Oleg Fishing. Hier können wir sein Programm in Blinkern sehen. Das ist nur die neue Auflagen. Das Kilo Fishing gibt es ja leider nicht mehr. Aber das Oleg Fishing liegt wieder raus.
Der Vadim entwirft und stellt auch persönlich unter seinem Regie auch Gummiköder oder Silikonköder, genauer gesagt ist. Hier sieht man so einige Formen, die in diesem Jahr entworfen hat für die Trautheria. Da gibt es auch ein bisschen mehr für den Raubfischbereich, für Hecht und Zander. Das kommt aber jetzt demnächst auf den Markt. Alles wird online erstmal über German Tackle bei Ole Kommelut zu holen sein. Ja, wo sind wir unterwegs? Wir richten jährlich die Qualifikation der Gattler aus. Das bietet den Zugang und die Zertifizierung zu den Atlas-Weltmeisterschaften, je nachdem verteilt in Russland oder in Europa. Vadim als Vorstand von der Lilix-Gruppe hat die Zertifizierung und leitet natürlich auch die ganze Trautheria für die ganze Westeuropa, für die Atlas-Meisterschaften. Wir haben jetzt vor einem Monat Streetfishing ins Leben gerufen, so jetzt hier als kleine Gruppe, aber Streetfishing auf dem europäischen Niveau. Das heißt, wir haben auch schon Gründe in Spanien gegründet, England. Spanien, Ukraine, Russland, und Deutschland. Deutschland hier. Und Niederlande. Und Niederlande. Sechs Länder gibt es. Das heißt, wir haben schon so ein paar Ligen, die treten dann überall auf. Und irgendwann am Ende des Jahres werden wir uns, denke ich mal, in Niederlanden da mal treffen. Und dann den Europameister auf unserem Niveau, na, gemäß unseren Regeln, natürlich dann irgendwann mal auch küren. Ja, gucken, was mit der Corona schaffen wir. Covid-19 steht natürlich uns dieses Jahr ein bisschen im Weg. Ja, soweit. So ein bisschen alles von uns. Ne? Ja, wunderbar. Jungs, vielen, vielen Dank. Das ist sehr klasse. Ich werde euch das auch unten alles verlinken, wo ihr die Produkte findet, wo ihr die Jungs findet und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank, dass ich euch noch mal einmal kurz vor die Kamera hier gekriegt habe. Und viel Petri jetzt noch ein paar fettige Fische, das wäre schön. Und ich filme euch das jetzt hier noch mal ein bisschen ab, dass ihr das noch mal genauer seht. Und ansonsten soll es auch erst in der Ecke gewesen sein, weil ich möchte jetzt auch noch mal an so einen Moped rankommen. Also ihr Lieben, seid gespannt. So, bevor jetzt Irko und ich Feierabend machen und sagen wir natürlich noch den Jungs auf Wiedersehen. Onkel Tom. Auf Wiedersehen. Es hat mich gefreut, dich hier zu treffen und kennenzulernen. War wirklich mir eine Ehre. Ich hoffe, du kommst bald mal nach Hamburg mit dem Niki. Definitiv. Machen da nochmal eine Runde. Vielen Dank für den schönen Tag. Ich hab zu danken. Mach's gut. Mach's gut. Und den lieben Niki, mein Partner im Online-Shop Rennmeister.eu und eigentlich momentan auch sehr, sehr guter Freund geworden. Dem wollen wir natürlich auch Tschüss sagen. Niki, mein Lieber. Ja. Vielen Dank, dass du das hier heute möglich gemacht hast. Vielen Dank für diese ganzen tollen Kontakte, die ich heute kennenlernen durfte. Und diesen coolen Angeltag auf jeden Fall, auch wenn wir nicht viel gefischt haben. Das stimmt, wir haben heute wirklich sehr, sehr viel gesprochen. Aber das gehört dazu und auch das macht so ein Angel-Event aus. Also. Aber es hat wirklich riesig Spaß gemacht und das werden wir auf jeden Fall wiederholen. Er sagt schon, das nächste Mal ist dann wieder Richtung Hamburg, Richtung Norden. Und irgendwann werdet ihr da nochmal wiedersehen. Also, ihr Lieben, wir sagen dem Niki auf Wiedersehen. Vielen Dank für die Beherbergung, für das Angeln hier. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Sehr gerne. Mach's ich gut. Hoffe das Gleiche. Ja, ciao, ciao. So ihr Lieben, das war jetzt unser Angeltag in Limburg-Linke hier im Angelpark und es war mega, mega krass hier heute. Ihr habt gesehen, was wir hier alles für Menschen kennengelernt haben, die wirklich in der UL-Szene, Angelszene wirklich unterwegs sind. Ich bin immer noch echt baff von heute. Es hat riesig, riesig Spaß gemacht. Wir haben eigentlich fast gar nicht geangelt. Also ich habe zwei Fische gefangen, die ihr gesehen habt. Irk hat leider es noch hart versucht. Er hatte auch ein paar Fische dran, die sind ausgestiegen. Er ist leider, leider heute als Schneider raus. Aber was passiert mal? Aber wir müssen sagen, wir haben auch wirklich sehr wenig geangelt.
wir waren wirklich nur am Quatschen. Wir haben da andere Routen und Köder getestet. Ihr habt ja gesehen, ich habe mit vielen Leuten euch viel präsentiert. Also es war trotzdem ein Wahnsinnstag. Es hat uns riesig, riesig Spaß gemacht, auch wenn wir jetzt quasi 700 Kilometer von zu Hause entfernt sind und das eigentlich alles anders geplant war an diesem Wochenende, aber es ist alles in die richtige Richtung gelaufen. Es hat uns super Spaß gemacht hier. Eine tolle Anlage, tolle Fische, tolle Menschen hier. Der Betreiber auch mit seiner Bude, mit dem Essen, absolut tipptopp. Und da kann man wirklich nichts sagen. Und wir sind auch da echt dem Niki dankbar, dass er das möglich gemacht hat, hier noch zwei Plätze für uns rauszuboxen, uns mit hierher zu nehmen, bei ihm zu übernachten. Es war wirklich fantastisch, oder? Doch, die letzten Stunden haben sich zum sehr Guten gewendet, oder? Ja, also wir haben erst gedacht, so der Freitag so Katastrophe, Samstag Katastrophe, aber der Sonntag jetzt hier war wirklich klasse und wir hatten wirklich Spaß und tolle Menschen, wie gesagt, kennengelernt. Und das tun wir auf jeden Fall wieder. Hier kommen wir nochmal runter und dem Nico noch besuchen für ein langes Wochenende, wahrscheinlich eher in der Woche dann, also so ein langes Wochenende in der Woche. Und werden uns das hier nochmal alles genauer angucken und nochmal viele Leute hier angucken, mit den Treffen sprechen, weil es ist schon interessant, was alles so in dieser OEL-Szene unterwegs ist, mit Ködern, mit Routen, mit Rollen, mit Schnüren und ach, was es nicht alles gibt. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen, auch wenn heute sehr viel Werbung und Präsentation war, aber ich denke mal, es ist eine ganz, ganz interessante Geschichte gewesen. Ich fand es total toll. So, wenn euch natürlich das Video gefallen hat, ne, dann würden wir uns natürlich über ein Like freuen, einfach den Daumen nach oben smashen und natürlich das kostenlose Abo würden wir uns natürlich auch riesig drüber freuen, weil das unterstützt mich hier in meinem Projekt natürlich, wie ich immer sage, ungemein. Es ist kostenlos, es tut keinem weh und natürlich lesen wir absolut eure Kommentare, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, irgendwelche Fragen habt, auch zu irgendwelchen Sachen. Ich stehe immer Rede und Antwort und hole auch Informationen ran, die ihr haben möchtet. Also gerne, gerne Kommentare schreiben. Also ihr Lieben, haut auf den Abo-Button, seid gespannt fürs nächste Video. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.